Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Wir müssen jetzt nach oben. Wo kommen wir, wie kommen wir da nochmal hin? Hallo? Hello again. Er sagt mir nicht mehr, wie ich nach oben komme. Ah, hier, Fahrstuhl. Gibt aber auch eine Treppe. Wir haben jetzt die Geobank durchsucht, das Archiv, und wissen vermutlich zumindest das System, wo es eventuell verloren gegangen ist. Daher schauen wir mal. Ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Okay. Ach ja? Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn bürgst, können wir Rokov noch eine Chance geben. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Kriegs Vermächtnis. Apropos Informationen. Lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock. Warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und da ist es. Bannock IV. Mal sehen. Verdammt, Bannock IV ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Eine EM-Klasse? Unmöglich. Es existiert kein Schiff, das solchen Interferenzen standhalten könnte. Oh, eine Wissenslücke, was? Okay, sperr die Ohren auf und hör gut zu. Das wird später abgefragt. Mhm. Planeten der EM-Klasse erzeugen unermessliche Mengen elektromagnetischer Strahlung. Und zwar buchstäblich unermesslich. Ja. Wenn du zu nah an eine dieser Todesfallen ranfliegst, schmieren sämtliche Schaltkreise ab und dein Schiff ist nicht mehr als eine nutzlose Blechdose. Okay. Wir stehen also vor einer Sackgasse. Ja, Neuling. Genau wie auf jeder anderen Etappe dieser lächerlichen Schatzsuche. Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Kriegs hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Hm. Scannen. Hm. Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Neva, den Galbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Hm. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es ComSpike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Oh Mann. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses ComSpike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die ComSpike-Sache mit Jazz durchzurechnen, aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Wir geben unser Bestes. Unser Bestes? Wie alt bist du? 5? Na klar. Hey, das reicht. Kriegs Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Okay. Sind die Pech und Schwefel, was? So. Konnte ich auch gehen? Mir war mal so. Ah, einfach bedrückt halten. So, was ist los? Hier bin ich.
finde den Anzug, den sie anhat, irgendwie smart. Das sieht, die Fleet an erster Stelle steht, das könnten Panzerungen sein, aber das könnten auch Trupolster sein. So, ja, Protektoren, wie beim Motorradfahrern. Isras Schwester soll eine krasse Söldnerin sein. Leg dich lieber nicht mit ihr an. Okay, hab ich verstanden. Ah ja. Sprich mit Neve. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Ah, da war ja noch was. Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Es wäre natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokov nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber das ist dein Problem. Aha. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt. Wir müssen mehr als 2,5 bekommen. Okay, Fleet. 3000, also 500 plus gerade mal gemacht. Also gehen wir es an. Oh Mann. Alles klar, Jess. Was hast nochmal. Ah. Es scheint, wird der Comspike auf der UC Sternenstation SY29 in der Position, aber für die Fleet geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Alles klärchen. Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Oh. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. Wir wissen schon, wie man mit ihresgleichen umgeht. Muss ich mit Ärger rechnen? Du bist in der Fleet. Mit Ärger musst du immer rechnen. Was aber Huan betrifft, obwohl sie ein eher neuer Kontakt ist, solltest du mit ihr keine Probleme haben. Premium-Schmuggelrouten? Definitiv. Wir reden von Frachtdepots, Sternenwerften, Forschungsstationen und, wie bei SY-29, militärischen Außenposten. Bislang hatte noch kein neuer Spieler so viele Kontakte. Das ist der Grund, warum wir sie überhaupt ins Boot geholt haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Bei manchen Orten haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Klingt, als wäre sie nützlich. Weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototypstadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Okay. Wenn er noch in der Protophase, sich in der Protophase befindet, woher wissen wir dann, dass er überhaupt funktioniert? Wir haben für die Info ganz schön was hingelegt. Bestimmt funktioniert er. Und wenn nicht, wird es eine gewisse Quelle beim Mast mit einer äußerst angepissten Naver zu tun bekommen. Und das wäre dann das Ende der Geschichte. Ah ja. Bring du einfach die Tech hierher, ich erledige den Rest. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Okay. Wie wird mich Huan in die Station bringen? Sie kann dich durch die Vordertür reinbringen. Sie werden glauben, dass du zu einer regulären Versorgungslieferung gehörst. Für den nächsten Teil werden du und Huan die Köpfe zusammenstecken und einen Plan austüfteln müssen. Dir ist also egal, ob ich mich durchballere. Machst du Witze? Die UC haben auf unsere Rücken bereits ein riesiges rotes Fadenkreuz gemalt. Kippe und seine Freunde bei Sysdev werden nicht ruhen, bis wir tot sind. Die kannst du nicht weiter gegen uns aufstacheln. Verwandle den Laden in ein Sieb, wenn du willst. Hol nur diesen Comspike raus. Okay, verstanden. Perfekt, das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jess was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür.
wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist. Ei, ei. Was sag ich Huan, wenn ihn sie fragt, warum wir den Spike, Comspike brauchen? Das überlasse ich dir, Neuling. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und meinst, es würde helfen, sie ins Boot zu holen, dann sag ihr, was du willst. Irgendwann wird Delgado allen einen Anteil an Kriegs Vermächtnis versprechen. Wenn wir wollen, dass sie der Fleet treu bleiben, ist das unausweichlich. Aber bis das Geld greifbar ist, ist es besser, wenn möglichst wenig Leute Bescheid wissen. Was kannst du mir über Huan sagen? Die Crimson Fleet kontaktierte sie vor ungefähr einem Jahr. Wir haben nach einem Schmuggelkontakt in dem UC-Raum gesucht und ihr Name tauchte immer wieder auf. Deshalb beschloss ich, es mit ihr zu versuchen. Das war gelinde gesagt ein voller Erfolg. Wir haben beide haufenweise Credits verdient. Für mich war das genug. Darüber hinaus weiß ich nicht viel über sie. Aber hey, solange mein Galbank-Konto sinkt, kann sie ihre Geheimnisse ruhig für sich behalten. Viel Glück. Okay. Das bedeutet, wir sollen wieder... halt. Dass wir wieder aufmachen. So, weiter geht's. Auf der Karte zeigen. Machen wir doch mal einen Schnelldurchlauf. Gucken wir doch bei Outland vorbei. Vielleicht hat Joe was für unser Arsenal. Meinst du? Warum kann ich gerade nicht dauerhaft rennen? Nee. So, ich muss jetzt nochmal überlegen. War das das Arsenal dort, wo es noch was zu verkaufen gab? Ich bin mir nicht sicher. Ah, er hatte Waffen. Er hatte nur Waffen, ne? An dem Boot. Oder sie, besser gesagt. Durch diese Tür. Wir finden bestimmt etwas, was die... Zeig mal her. Ich will verkaufen. Waffen. Ja, natürlich. Auch dich. Ja. Du auch weg. Und das war's schon. Mehr haben wir an Waffen nicht. Munition. Haben wir es jetzt verkauft oder haben wir abgebrochen? Was brauchst du? Sieh dich in Ruhe um. Vielleicht nicht, ob wir passt. Waffen. Okay, wir haben sie verkauft. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. So, dann sind die Waffen weg. Ist ja schon mal die halbe Miete. Haben wir noch Anzüge dabei? Das Problem ist, selbst wenn wir Anzüge dabei haben, wir haben Anzüge, Rucksack und, okay, ein Anzug, ein Rucksack. Oh, guck dir den an. Alleine, hochwertig. Anzug, ja, ist ein Eclipse-Anzug. Ah, ablativ, erlittener Energieschaden. Ah, die Masse ist halt, ist halt massiv, aber die Werte dort oben, Energie, Physis und so, das ist schon... Okay, dafür ist aber Thermal und so weniger, ne? Und zwar um einiges, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Wir bleiben erstmal bei unserem Leggy. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwann einen besseren Leggy. Das bedeutet, wir waren jetzt dort. Ich überlege gerade, wo hier noch was zum Verkaufen war oder auch... Wenn nicht, gehen wir... Okay, ist unten. Bedeutet, wir müssen eigentlich auch da lang. Wir sollen ja ins Unterdeck, ne? Aber warum hat er uns dann hier so komisch geführt? Sehr merkwürdig. So, unten müssten wir aber auch noch Verkäufer haben.
Da können wir ja auch nochmal hin und schnell gucken. Gleich vorne müssen... Ah, wir kommen hier raus. Müssen wir einmal durch. Ja, mit zwei Verkäufer. Gehen wir auf jeden Fall für was. Ja, wir haben sogar mehr Verkäufer, ne? Ah, wunderschön. Ich hab Geschäfte gehen immer. Du brauchst... Klar doch. Zeig mal. Oh, na, du hast nicht viel Geld. Halt. Ja, der ist schon mal nicht drin. Aber der Anzug ist schon mal drin. Und der Helm ist auch noch drin. Perfekt. So. Pass auf dich auf, okay? Jo. So, dann... Dir noch einen schönen Tag. Jo. Ist zwar ein Klischee. Natürlich, natürlich. Zeig mal. Oh, du hast wieder Geld. Wir können erstmal den Anzug verkaufen. Dann können wir nochmal aus dem Schiffsinventar. Okay. Oder auch nicht. Mehr haben wir nicht. Ein paar Ressourcen. Blei kann weg. Denn. Denn wir Wasser stellen wir auch irgendwo her, meiner Meinung nach. Der Rest, den können wir erstmal behalten. Gerne doch. Und dann können wir noch die Notizen, die großen, verkaufen. Hier. Nee, hä? Geht das nicht? Warum können wir Ressourcen? Achso, verkaufen. Och Mann, ich Depp. Hier Notizen. Wir haben einmal hier so eine 6000er Notiz. Wenn wir die hier loswerden, ist das schon mal die halbe Miete. Und wir können... Ja, dann verkaufen wir dich. Ob wir nun zwei von den kleinen oder einen großen verkaufen, passt. Perfekt. Wir wollen wirklich irgendwann mal wieder anfangen, um ein Schiff zu bauen, ne? So. Ah ja. Ich nehme an, du bist Navas Neuzugang. Meinst du nicht Neuling? Du bist unter Piraten wohl saloppere Umgangsformen gewohnt. Aber im Herzen von New Atlantis sollten wir uns bemühen, den Schein zu wahren. Ich kann mir hier so etwas nicht leisten. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Okay. Ich habe einen Namen. Hey, ich habe einen Namen, kein Skind. Und wenn ich mich hier daran erinnern muss, werde ich das auch. Okay. Ich fliege SY-29 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Neva sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Das geht, aber ich habe Bedingungen. Mhm. Ich habe auch Bedingungen. Frischer Terabo-Kuchen direkt in die Kabine geliefert. Ach, Neva sagte, du seist schwierig. Ich hatte offenbar falsch verstanden, was sie damit meint. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Du bist Mitglied meiner Crew. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Okay. Es geht um mehr als nur um deine Route. Warum bist du entschlossen, auf diese Station zu kommen? Mit oder ohne deine Hilfe? Ich weiß, dass das wichtig für Delgado ist. Sie steht unten. Ich weiß auch, dass er mich sofort töten würde, um das zu kriegen, was er will. Ich lege nur Grenzen fest, um sowohl meine Interessen zu schützen, als auch Delgados zu dienen. Okay. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan. Und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY-29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzählst du mir etwas über dich? Verständlich. Aber ich muss mich bedeckt halten. Je mehr andere über dich wissen, desto mehr Macht haben sie über dich, weißt du. Ja.
Du hast recht, ich will das nur wissen, um die Informationen gegen dich zu verwenden. Ha, ich bin nicht überrascht. Unter Piraten ist schließlich nichts anderes zu erwarten. Jedenfalls, danke für das Gespräch. Der Gardus-Leute sind sonst eher redescheu. Aber konzentrieren wir uns auf die Mission. Für Kneipengeschichten und Narbenvergleiche ist Zeit, wenn die Kneipe uns gehört und die Narben verheilen. Okay. Ich würde echt wie oft dockst du an der Station an? Oft genug, dass ich die Marines an der Comm schon persönlich kenne. Es hilft auch, dass Frachtschiffe immer willkommen sind, denn sie bringen Vorräte und Slates von zu Hause. In der Leere des Eis schätzen Soldaten Frachtschiffe über alles. Wie viel weißt du über den Auftrag? Nicht viel. Soll dich auf die SY-29 bringen und möglichst wieder raus. Allerdings könnte ich besser helfen, wenn ich weiß, worum es geht. Aber das überlasse ich dir. Neva sagt, du brauchst die Details nicht zu wissen. Ach, in Ordnung. Wenig zu wissen ist im Zweifel auch was wert. Wenn ich erwischt werde, habe ich nichts zu verheimlichen. Ja, außer dass du jemanden an Bord gelassen hast. Schiff. Oh Mann. Kay ist wie mein zweites Zuhause. Ich überlege immer noch, ob wir nochmal nach Hause fahren. Weil der gleich um die Ecke ist. Und gucken, ob wir noch irgendeine Schalliwaffe haben. Irgendwas, womit wir leise töten können. Weil wir haben einfach, glaube ich, nichts, mit dem wir leise wirklich. Also wir haben nicht mal mit dem Betäubungsgewehr. Wir haben ein Messer dabei. Auch duelle Bemühungen. Bin mir nur nicht sicher, ob das was bringt. Bin mir auch nicht sicher, ob eine Pistole was gegen gepanzerte Soldaten bringt. Ach komm, egal. Wir gucken, dass wir so reinkommen. Sarah muss dann. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit Sarah machen, fällt mir gerade so ein. Hi, wie geht's? Hi, mir geht's gut. Oh, guck dir das Schiff an. Oh, das wird eine richtig schöne Ladekapazität haben. Eieiei, ich will auch haben. Ach du grüne Güte. Ich will haben. Oh, geil. Das ist, da wird Ladekapazität dran sein. Also das kannst du mal glauben. So, wir können ja mal von vorne gucken. Wie sieht es mit Waffensystemen aus? Da scheinst du, aber du hast keine Waffensysteme? Oder sind das hier deine Waffensysteme? Weiß ich halt nicht, ob das hier Kanonen sind. Aber guck mal, so könnten wir auch ein Schiff bauen, fällt mir gerade so auf, ne? Wir brauchen halt nur Heavy-Antriebe. Aber das wäre ein Schiff, wo ich sage, ey, nicey-dicey. Meine. Ist hier noch was? Ne. Na dann. Also es Nein, muss ja nicht mal viel Platz links und rechts haben. Also so mega. Aber hier, guck mal, hier haben wir was. Oder? Haben wir hier was? Ne. Wir gucken uns mal kurz um. Da geht's, glaube ich. Wo geht's hier hin? Keine Ahnung. Okay, das könnte das Undock-Modul sein. Ja. Crewmitglied. Oh. Immer oh. Auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Oh. Ist aber Kannst wirklich nicht klein. Eieieiei. Das ist ja wirklich ein nicht gerade sehr kleines Schiff mit sehr viel Komfort. Okay, hallo. Ja. Also, jetzt ernsthaft, gefällt mir. Kann ich das kaufen? Stehlen? Rauben? Keine Ahnung. Kannst du es mir geben einfach, weil ich bin und du bist und das Einzige, was bisher fehlt, sind aus meiner Sicht Werkbänke, ne? Wenn die hier noch drauf wären, wäre das ideal. So, wie müssen wir jetzt hier laufen? Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich jetzt wirklich verlaufen.
lang. Da lang. Ich habe mich jetzt wirklich verlaufen. Ah, hier geht's hoch. So. Ah ja. Schön, dass du in der Fleet bist. Sonst hätte ich dich längst umgelegt. Aha. Schöne Brücke. Oh, das ist eine schöne große Brücke. In Ordnung. Ein paar Hinweise noch. Ja. Wenn wir am Kontrollpunkt sind, wird das UC-Militär uns anfunken. Lass mich reden. Tu so, als seist du ein Stück Fracht, wenn es sein muss. Das sollte kein Problem sein. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich versichere dir, dass uns Delgado den Job nicht umsonst gegeben hat. Wir sind Profis. Naja, das sagt mehr über deine Kollegen aus, als über dich. Aber hab schon verstanden. Wie ich schon sagte, sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück, bis der Job erledigt ist. Wenn du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann tu das. Und wenn du noch Fragen hast, dann raus damit. Nö. Vorwärtsmarsch. Dann mach's dir gemütlich. Wir brechen sofort zur SY-29 auf. Crew, bereit zum Start. Versorgeantrieb und Grafantrieb mit Energie. Alle Systeme bereit. Wie lange? Ich habe keine Ahnung. Aber das Schiff an sich, von der Größe alleine, wow. Mach dir keine Sorgen um dein eigenes Schiff. Die Fleet wird sich darum kümmern. Aha. Du kannst die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten. Lass aber während des Flugs meinen Piloten in Ruhe. Mhm. Ist schon in Ordnung, Captain. Ich habe schon öfter beim Gehen Kaugummi gekaut. Multitasking kann ich. Klingt, als würdest du gerne eine Doppelschicht einlegen. Captain, ich ziehe meine Aussage zurück. Fürs Protokoll, ich mag Kaugummi nicht einmal. Oh Mann, ey. Na gut, bring uns einfach sicher hin. Verstanden. So. Das wird jetzt wohl einen Sprung. Wow. Dies ist eine gesicherte UC-Militärzone. Identifiziert euch, sonst werdet ihr als feindlich eingestuft. Hier spricht Captain Juan Dayu, Frachtschiff ID UC-793A. Bitte um Erlaubnis zum Andocken. Identität bestätigt. Schiffsscan wird eingeleitet. Mhm. Andockbucht 2 ist bereit zum Docken. Wir sind durch. Wir reden weiter, sobald wir angedockt haben. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay. Ah ja. Einmal dreh. So, na dann. Okay, wir sind drin. Hör zu, die Station ist riesig und überall gibt es Kontrollpunkte. Um da durchzukommen, brauchst du eine Militäruniform. Und eine Uniform kriegst du nur in der Kaserne. Durch die Luftschächte solltest du dahin kommen. In der unteren Ebene ist ein Wartungszugang. Da gibt es auch ein Intercom, über das du mich erreichen kannst. Mhm. Wenn du eine Uniform hast, solltest du relativ problemlos einen Lift zum Kommandodeck finden können. Aber wenn deine Deckung auffliegt, bin ich raus. Was, wenn ich nicht weiterkomme? Kann ich dich irgendwie erreichen? Ja, solange du keinen Alarm ausgelöst hast. Wie gesagt, ich halte einen Kanal offen. Du musst nur ein Intercom finden. Okay. Was ist mit diesen Lüftungsschächten? Das hier ist eine Sternenstation. Es gibt reichlich Schächte, in die du kriechen kannst. Es ist eine alte Taktik, aber sie hat sich bewährt. Ja. Kannst du mir nochmal das zu den Kontrollpunkten? Nö. Okay, keine Sorge, sie werden keinen Verdacht schöpfen. Das will ich hoffen. Aber wenn doch, können wir uns dann immer noch darum kümmern. Fürs Erste musst du das Intercom in der Station finden. Dann reden wir weiter. Lass mich raten. Du hast mich einfach zu sehr vermisst. Nee, sorry, ich warte Maus. Genau hier. Ja, ich muss. So. Hm.
Wo komme ich hier raus? Da. Wirklich die Andockschleuse, wenn ich das richtig sehe. Bereit zum Abflug, Captain. Du sollst warten. Willst du deine Sorgen loswerden? Kein Problem. Okay. Gehörst du zur Jade Swan? Bleib im Frachtbereich und halte dich von der Kaserne fern. Frachttransporteure sind auf den Frachtraum beschränkt. Okay. Verstehe. Halt! Hier hat nur SY-29 Militärpersonal Zugang. Warum nur Personal, Militärpersonal? Die Aufträge dieser Einrichtung sind geheim. Okay. Ab hier hat ausschließlich Personal in Uniform Zutritt. Verstanden. Wie komme ich jetzt weg? Ja, gute Idee. Bist du jetzt feindlich? Aber ich bin doch noch im Frachtbereich, es oder? Es ist alles sehr streng, Sack. Angeblich kommt Commander Woods zurück. Vielleicht hat das mit den Kontrollpunkten dann ein Ende. Mhm. Ja. Wenn du sie aufkriegst, kann ich dich am ersten Kontrollpunkt vorbeischleusen. Sehe, was ich tun kann. Du kriegst das schon hin. Ich hoffe. Führt die Tür zu den Luftschächten. Klettere durch die Schächte nach oben in die Kaserne und such dir eine Uniform. Mit der Uniform passierst du den Kontrollpunkt und gelangst zu den Aufzügen. Wir reden weiter, wenn du das Kommandodeck erreicht hast. Kann ich mich nicht hinhocken? Aber ich komme da nicht rein. Komm da nicht rein. Toll. Okay, ich habe keine Möglichkeit da reinzukommen, weil ich nicht die dementsprechende Skills habe. Na toll, und jetzt? Hast du Elijah gesehen? Sucht vermutlich bloß unten seinen Wartungsschlüssel. Er kann einem leid tun. Er würde seinen eigenen Daumen verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre. Bist du dir sicher, dass das nicht schon passiert ist? Eigentlich fast egal, ob ich die klaue, oder? Nee, alles nicht, was ich gebrauchen kann. Ja, die Dietriche könnte ich gebrauchen, aber ich habe Dietriche. Und ich glaube, ich das richtig verstanden habe. Die Technologie hier würde die FC angeblich zur Kapitulation zwingen, noch ehe ein neuer Krieg ausbricht. Du hast deinen Schlüssel verloren, oder? Ui, wie peinlich. Ich hab den Schlüssel zum Wartungsraum verloren. Schon wieder. Mhm. Wo hast du noch nicht gesucht? Ich hab hier jeden Zentimeter abgesucht. Außer beim Gabelstapler. Aber da packt gerade diese eine Wache, der ich noch was schulde. Also will ich da lieber nicht hin. Mhm. Hast du in deinen Taschen nachgesehen? Oh, gute Idee. Oh, oder auch nicht. Keine Spur von dem Schlüssel. Aber es war einen Versuch wert. Okay. Warum lässt du dir nicht einfach einen neuen geben? Weil mir das schon mal passiert ist. Okay. Ich fürchte, ein zweites Mal macht bei meinen Vorgesetzten keinen guten Eindruck.
Mhm. Wie sagt man noch? Das erste Mal ist ein Unfall, das zweite Mal ein Zufall. Ich würde sagen... Das dritte Mal wird man auf einen Gletscherplaneten versetzt und darf die Eiswürfel für den Admiral schürfen. Ah ja, okay. Oh, so kann man es natürlich auch sagen. SY-920 Marines sind handverlesen. Um die Sicherheit hier zu wahren, machen die meisten von uns keine anderen Einsätze mehr. Aha. Wie lautet die Seriennummer der Lieferung von gestern? Kann ich dir irgendwie helfen? Da drüben will ein Frachtpilot mit dir reden. Elijah? Der will sich bestimmt nur wieder über irgendwas beschweren. Ich seh mal nach. Danke dir. Das ist doch nicht wahr. Das ist der dritte Sortierungsfehler, den wir diese Woche erleben. Ich sage, lass es gut sein. Eine 2 ist doch nur eine umgekehrte 5. Und wie willst du es den hohen Tieren erklären, was gibt's diesmal, wenn die Elijah? Statt Gewehren eine Kiste mit Gabeln bekommen? Schick sie zurück. Jetzt. Ich habe nichts zum Töten dabei, ne? Außer ein Messer, glaube ich. Weiß halt nicht, ob ich damit töten kann. Okay, geht. Wunderbar. Nährstoff brauchen wir nicht. Was ist das denn? Ah, okay. Happa, 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 happa. Happa, happa und... Jo. Okay. Das jetzt hier. Er ist verriegelt. Wir könnten uns rein technisch gesehen hier verstecken. So, müssen wir die jetzt anziehen? Und unseren Anzug ausziehen? Ich weiß es halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Man kann mehrere Sachen anziehen. Interessant. Okay. Ich weiß halt jetzt nicht, ob wir... Vielleicht können wir hier nochmal rein. Einfach. Aha. Naja.
Wird zumindest jetzt nicht als gestohlen gekennzeichnet, ne? Diebstahl begehen. Tatsache, es wird wirklich nicht gesagt, dass wir gerade Diebstahl begehen. Interessanterweise. Wir brauchen zwei Zweier. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Das geht, okay. Und das geht. Nee, das geht nicht ganz auf. Okay, das müssen wir dann gucken. So, wenn wir den nämlich jetzt so machen, können wir den noch anders einordnen? Wir können den auch so einordnen. Ich hoffe, wir sind jetzt als Soldaten markiert. Alles in Ordnung. Wir sollen die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Verstanden. Befehl. Verstanden. Teppichmesser. Wie gesagt, wir suchen interessante Sachen. Haltigkeit? Ist das eine Waffe? Hm. Hier nicht noch irgendwas Interessantes für uns? Sowas wie Geld? Oh, das ist gut. Oh, Sicherheitsstandard. Wege neulich abends, Disziplin und Profil, okay. Hanteln. Oh, hier haben wir wieder was. Sehr schön. Pistolen sind immer gut. Oder Waffe. Okay. Wo soll's hingehen? In Ordnung. Vermerke Freigabestufe Fähnrich. Hat deine Begleitung dieselbe Freigabe? Klar. Unser Commander hat uns ja beide geschickt. Dann dürft ihr beide passieren. Geil! Okay. Gut. Ja. Kommen wir nicht ran. Da haben wir noch Munition. Okay, wir räumen mal noch den Frachtraum hier so ein bisschen. Gucken noch mal ein bisschen. Ob wir noch irgendwas munitionswaffenmäßig finden. Ja, das war abgesperrt, war okay. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch für heute hier Feierabend und gehen dann
morgen heimlich hier weiter durch die Militärbasis der UC Marines. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü!